Endlich, es ist soweit. Fashion Star ist zurück. Gemeinsam mit Piqueur Escadron sind wir auch 2020 wieder auf der Suche nach den Fashion Stars im Reitsport. Unsere vier Kandidatinnen Hella, Julia, Sarah und Selina shoppen bei Lösdau um die Wette. Turnierreiter Jens Hilbert, unser Juror, ist gespannt, wer von ihnen siegen wird. Welcome to Fashion Star. Mein Name ist Jens Hilbert und ich freue mich riesig, euch zur dritten Staffel begrüßen zu dürfen. Der Zuspruch war riesig. Die Bewerber dieser Staffel noch viel toller, das ging schon fast gar nicht mehr. Wir haben ein tolles Motto und eine richtig coole Kollektion in den Flagship-Stores von Lösdau, unserem Partner. Piqueur Escadron, mega coole Produkte. Und der Hilbert hat gleich in der ersten Sendung komplett versagt, weil Actic Blue, ich habe farbeblind, wie ich bin, lila gesehen. Also ihr werdet mords den Spaß haben mit unserer ersten Teilnehmerin, der Hella, Fashion Star. Und das ist unsere erste Kandidatin. Gollum hat in Hellas Leben ordentlich Farbe gebracht. Sein Name der reinste Widerspruch. Der Palomino ist eher ein Barbie-Pferd als ein hässlicher Hobbit. Die beiden sind zusammen erwachsen geworden. Doch den jugendlichen Leichtsinn haben sie nie verloren. Spaß steht für das Dreamteam aus Oldenburg im Vordergrund. Den haben sie immer. Am meisten beim Springen. Auch wenn sie da gerne mal den Kopf verlieren und übermütig werden. In Gollum hat die Abiturientin ihren besten Freund gefunden, der ihre Energie teilt, aber es auch vermag, sie zu erden. Wie bunt es beim Shoppen zugehen wird, das sehen wir jetzt. Ihr Kumpel Tom glaubt auf alle Fälle an Hella. Ich bin Tom und Hella wird Fashion Star, weil sie auf Turnieren immer das schönste und herausstechendste Outfit hat. Mit 600 Euro ins Shoppingglück bei Lösdau in Lehrte. Das muss sich Hella gut einteilen, damit sie ein schönes Outfit für sich und ihren Gollum findet. Doch bevor das Geld ausgegeben werden darf, steht noch eine wichtige Entscheidung an. Hella muss wählen. Entscheidet sie sich für das Geschenk in der Blackbox, hat sie nur 15 Minuten fürs Shoppen. Verzichtet sie dagegen auf das Geschenk, darf sie 5 Minuten länger shoppen und hat ganze 20 Minuten Zeit. Lieber mehr Zeit oder lieber ein Überraschungsteil? Na Hella, entscheide dich jetzt! Ich weiß es nicht, kannst du sagen. Ach, die Hella, wie süß die ist. Lass mit. Mit ihm? Dann haben wir schon mal einen Teil, ja. Okay, dann nehmen wir das jetzt. Ach, aber wenn das mir gar nicht gefällt. Ist das Risiko, ne? Aber okay, dann machen wir das jetzt einmal. Dann haben wir schon mal einen Teil. Was ist da drin? Hä, was ist das? Ach, Schuhe! Ah, okay. Ah, okay, nice. Okay, die sind gut. Das It-Piece. Die sind richtig gut. Das hätte ich auch gerne. Was müssen wir jetzt machen? In 15 Minuten das perfekte Outfit finden. Aber erst braucht ihr noch das Motto. Tom, nicht dagegen rennen. Achso, da hinten geht's hin. Scheiße. Okay, wo ist die Schleife? Ich stehe die Schuhe hier hin. Okay. Wir dürfen auch Sachen anheben. Okay, wo ist irgendwo wohl die goldene Turnierschleife versteckt? Okay, hier. Hast du die schon? Ich würde Bescheid sagen, wenn ich sie hätte. Es fällt schon alles runter. Hella, also die Action gefällt mir schon mal. Vollgas, Gas, 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 Chaka! Total. Sag mal, Tom, welches Motto wäre denn der Horror für Hella? Der Horror? Schlicht, würde ich sagen, weil sie mir gesagt hat, schlicht würde sie am wenigsten wollen, weil sie das langweilig findet. Und was ist ihre größte Stärke? Größte Stärke? Selbstlosigkeit. Weil sie immer mehr auf andere Leute Acht gibt als auf sich selber. Was passiert, wenn Hella gestresst ist? Sie kriegt Stressflecken, aber Hella, ja, wie merkt man das noch? Sie schreit rum und ruft rum. Scheiße, ich finde die Kacke nicht. Ich auch nicht. Kacke? Sie meinte bestimmt Kaki, aber die Schleife ist doch golden. In den Schuhen irgendwo. Aber hey, ein bisschen mehr Organisation hier, ne? Hey Tom, bitte find sie jetzt. Hey, so langsam drängt die Zeit. Wand, hattest du alle an der Wand? Die hatten wir. Scheiße. Scheiße? Keine Ahnung. Sie meinte bestimmt Schleife. Hey, Tom, hier warst du doch überall schon, oder? Ja, eigentlich schon. Wir finden die halt nicht. Hella, nicht aufgeben. Wir machen hier so ein Mess. Hä, ist es hier warm? Ist es hier warm, oder? Da guck mal in die Hosen einfach rein. Hier, ich hab sie, ich hab sie. Oh mein Gott, warum war ich da und habt ihr nicht gesehen?
Okay, Fashionstar. Steht das hinten? Ne, hier. Jeansstar. Was steht Kriege da? Rein Kriege Denim rein Look. Denim Look. Oh, okay. Ah, okay. Jeans. Jeans, hier sind wir dann schon bei Jeans. Die hier ist nice, okay. Ja. Die ist auch gut. Denim ist ja eigentlich immer so Jeans. Okay, ich nehme jetzt erstmal mehrere. Und ich finde das sowieso gut, wenn wir das im Reitsport ein bisschen mehr integrieren. Wenn wir bald so coole Jeans-Reithosen haben mit so ein paar Löchern drin, dass die mega stylisch aussehen, die Girls. Und die Jungs natürlich auch, da muss ich wahrscheinlich mal wieder der Vorreiter sein und das Ding anziehen. Ja, Hose dann, ne? Ja, dann nimm die Hose, ja. Was ist das für eine Größe? Ja, ich guck dann weiter nach anderen noch Sachen. Noch 10 Minuten und bisher noch kein einziges Teil. Ja, los, guck mal, Ella. Ich hoffe, dass das zu den Schuhen passt. Ich weiß nicht, ob die Farbe zu den Schuhen passt. Sonst ja, hol die Schuhe mal her. Schlichte Grau hol die gleich mal noch. Wo sind die denn? Was? Wo hast du die habe ich in die Mitte gestellt. Oh, wow. Also ich würde nicht dieses Pink nehmen. Das passt meiner Meinung nach nicht ganz so. Oder was das für eine Farbe ist. Vielleicht dieses, diese blaue. Altrosa war übrigens auch mein Eingangsbereich in meinem alten Haus gestrichen. Ich bin nämlich viel spießiger, als man denkt, wie man sieht. Ist klar, Jens, du kleiner Spießer. Zieh mal die Schuhe da schon mal so an. Mal gucken, wie die aussehen, ob das zusammenpasst. Ja, und du schaust jetzt mal nach. Willst du eine auch in Blau oder wollen wir dann eine andere Farbe nehmen? Ja, Denim ist ja Jeans eigentlich, ne? Ja, aber oh, hier ist alles Schabracken in Jeansfarbe. Schau einfach nach irgendwas Bunten. Kann ja auch knallig sein. Nee, das muss schon dazu passen. Ich würde irgendwie hellblau oder dunkelblau nehmen. Stress mich hier ich bring so mal beide so mit. Ich kann hier nicht in der und noch eine Hand weiße. Lang. Irgendwas in der Farbe? Ja, wenn überhaupt sowas. Wenn sowas. Das sieht ja eigentlich ganz schön aus. Gibt's dazu auch nein, zu langweilig. Mach's cooler. Ja, aber nicht so eine Hella, ich erwarte viel von dir. Du bist die Erste in dieser Woche. Du musst Vollgas geben. Weil normalerweise orientieren sich dann die anderen Konkurrenten an der ersten. Oh, die ist nice, die ist richtig nice. Ja, guck nice dir an, ich guck weiter. Glitzer. Brauchst du eine Decke? Ja, eine Decke. Gut. Die oder die, ich weiß es nicht. Oh, die unten, die sieht nach Star Trek Voyager aus. Ready for take off. Wir fliegen einmal zum Mars mit unserem Pony. Okay, ich brauche halt noch ein Oberteil. Ich muss jetzt erstmal kurz ein Oberteil suchen mit dieser Hose in der Hand. Naja. Oh, das ist eine Eskaton-Schabracke, diese lila glänzend. Alter Vater. Und ich dachte schon, ich wäre High Fashion, wenn ich zum Turnier war. Guck mal da. Moment mal. Können wir uns die Schabracke noch mal ansehen? Stellen wir fest, für Jens ist hellblau das neue Lila. Nehmen wir auf jeden Fall schon mal. Das finde ich richtig schön. Ja, die liegen da vor der Tür oder vor okay den Dingsens. Was ist denn die größte Herausforderung bei Fashion Star? Die größte Herausforderung ist gerade alles zu bedenken und nichts zu vergessen, weil es sind viele Dinge und ich kenne mich auch nicht so gut mit Pferden aus und deshalb macht es noch komplizierter. Marengalopp, Busy Piaf Passage. Galopp, Galopp, Hoppi Galopp. Ich hab die Decke, ich hab die Decke. Hast du irgendein Oberteil oder so? Egal, ich nehme einfach irgendwas. Hier so eine, das passt doch zu der Hose, oder? Das sieht. Oder ein Pulli. Die joggt hier die ganze Zeit durch die Gegend. Was ist denn hier los? Wann haben wir denn mal ein Outfit? Hier gibt's irgendwie keine T-Shirts. Hella? Ja, was? Einfach was, ein ich pinkes. Ein türkisenes T-Shirt in oder dieser Farbe. Oder ein. Und noch dieses Halfter. Hallo, das T-Shirt hat die gleiche Farbe wie seine Gesichtsfarbe. Nein, 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 nein. Gut. Das muss jetzt zu blau passen, nicht? Das hier. Hella, das hier. Ja, Bandagen. Hast du. Wie sehen Bandagen aus? Sind das diese ja, das Rollding sind diese Dinger für die Beine. Die man umrollt? Ja. Weiß? Ja. Hier. Nein, 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 egal, nein, nein. Jetzt ist es zu spät. Nicht in weiß, in blau. Ja, dann hol blau. Ich muss erst mal gucken, was die kosten. 370. Hä? Ja, wir können auch nicht mehr, Hella. Okay, warte. Zieh dich jetzt nicht an mehr? Oh, ich wollte noch die nein hier. Die sehen schön dazu aus, bitte. Oder geht das nicht? Bitte? Nein. Soll ich warte aus meinem kurz Geld bezahlen? Ich habe kein Oberteil. Doch, du hast das T-Shirt. Du ziehst einfach das T-Shirt an. Mal, zieh dich jetzt an, Hella. Das nimmst du. Hier das T-Shirt. Zack, zack. Ich habe dir ein T-Shirt rausgesucht. Nee, das habe ich nicht da drin. Hier das muss es da liegen irgendwo. Passt das? Ja. Die Hose ist gut. Drei, oder? Zwei, eins, ja, vorbei. Das war's. Oh Alter, ich kann Gott nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr. Oh. Geschafft. Okay, ich hoffe, ich habe gut gerechnet. Aber es müsste auf den Euro genau. Echt? Auch mit diesem Oberteil, was ich noch nicht mal anprobiert habe? Naja. Wird schon passen. Naja, ne? Wir haben keinen Strick, aber egal.
Ich halte das Pferd einfach und begleite dich. Das okay. Tom, du bist einfach ein echter Gentleman. Am Anfang war ich auch noch ein bisschen gelassener. So richtig entspannt, ja, wir kriegen das ganz locker, easy hin. Ne? Und ich die ganze Zeit so richtig hektisch so, oh mein Gott, das wird richtig schlimm werden. Und jetzt war es einfach richtig schlimm. Aber ich bin einfach nur mega happy, dass ihr also jetzt... Also ich bin auch überrascht nach den ersten 10 Minuten, dachte ich. Also dafür, dass er nicht wusste, was Bandagen sind, haben sie jetzt doch einen ganz großen Berg voll Sachen zusammengebracht. Du hättest ja die dunklen auch mitnehmen können. Aber ich finde, das passt auch. Das passt. Weiß und hellblau passt gut zusammen. Weiß und hellblau passt gut. Die Schuhe, das Geile ist ja, die Schuhe stechen jetzt auch noch so ein bisschen raus. Ja. So. Das ist das It-Piece so ein bisschen. Und dann ja, bin ich auch froh, dass wir die genommen haben. Das ist auch noch cool. Hat Gollum dann auch noch eine Mütze. Ja. Ja, nice. Okay, das war's. Du bist nicht rot. Ich weiß. Oh, das war so anstrengend. Und jetzt zeig uns mal deinen gesamten Look, Hella. Wie sieht dein Geschenk, die Cheval Deluxe Stiefeletten zu deiner Piqueur Denim aus? Und jetzt noch die Oberteile. Knapp 310 Euro hat Hella für ihr Outfit ausgegeben. Und wie hat es dir gefallen? Es war sehr anstrengend, muss ich sagen. Es hat mega viel Spaß gemacht, aber man war irgendwie richtig im Stress, weil es echt eine mega kurze Zeit ist. Aber es hat einfach mega viel Spaß gemacht und jetzt das Endergebnis. Ich bin richtig, richtig zufrieden. Und, ja. Und was ist dein Lieblingsteil? Ich glaube, das Head von Gollum, also was er dann tragen wird. Das gefällt mir am meisten, weil mir die Farbe einfach so gut gefällt. Gollum glitzert und glänzt in hellblau. Die Eskadron-Bandagen strahlen in weiß. Das Halfter glitzert wie Gollums Mützchen. Nur noch 45 Cent hat Hella übrig. Gut gerechnet. Ist das der perfekte Denim-Look von Piqueur und Eskadron? Hella hat gut vorgelegt. Mal sehen, ob die anderen Mädels diesen Denim-Look noch toppen können. Julia hat als Erste die Chance dazu. War die Hella und der Tom nicht, waren die nicht richtig cool? Richtig Action schon in der Bude? Das verspricht mehr für die nächsten Folgen. In der nächsten Folge wird's bunt, bunter Regenbogen, mein kleines Pony. Ich hätte nie gedacht, dass es bei Piqueur Eskadron solch krasse Farben gibt. Julia, unsere Pretty Woman, verspricht mehr. Seid gespannt. Fashion Star. Zusammen mit Piqueur Eskadron sind wir auf der Suche nach den Fashion Stars 2020. Vier Reiterinnen gehen shoppen. Wer findet das beste Outfit für Reiterin und Pferd bei Löstau? Hella, Julia, Sarah oder Selina? Springreiter Jens Hilbert wählt den Fashion Star. Welcome to Fashion Star. Ich bin der Jens und ich freue mich riesig, in der dritten Staffel heute unsere zweite Teilnehmerin begrüßen zu dürfen. Julia kommt im Karrier der Höschen und geht raus aus dem Flagship-Store von Löstau mit der super stylischen Denim Piqueur Eskadron neue Fashion Collection als unsere Pretty Woman. Julia geht über den Regenbogen. Mehr will ich gar nicht verraten. Es wird so lustig und amüsant. Freut euch auf Fashion Star. Klein, bunt und davon eine ganze Menge. So könnte man Dusty und seine Outfits am besten beschreiben. Eine richtige Polly-Pocket-Welt. Da spielt das Geschlecht keine Rolle. Farbe darf auch in Julias Outfit nie fehlen. Mode spielt für die Niedersächsin eine große Rolle. Früher war sie für ein Reitsportgeschäft tätig. Heute sind Pferde ihr Ausgleich zu ihrer Arbeit beim Landkreis. Verloren und wiedergefunden. So könnte man die Geschichte von Dusty und Julia nennen. Eines Tages war er weg. Von seinem Besitzer verkauft. Julia hat nach ihm verzweifelt gesucht. Als sie ihn endlich fand, hat ihre Oma ihn sofort für sie gekauft. Jetzt trennt Julia nichts mehr von ihrem Dusty. Reiten geht zwar nicht mehr, dafür rennen die beiden gerne um die Wette. Zur Unterstützung hat Julia ihre Mama mitgebracht. Die weiß genau, was Julia gefällt. Hallo, ich bin die Shoppingbegleitung von Julia und wir shoppen eigentlich immer zusammen, weil wir dann die besten Outfits finden. Shoppen auf 10.000 Quadratmetern. Das gibt's nur bei Löstau in Lehrte. Da hat Julia die Qual der Wahl.
Was wird sie mit den 600 Euro für sich und ihr Pony aus der Piqueur Eskadron Kollektion wählen? Doch bevor es losgeht, erwartet Julia noch eine weitere Qual der Wahl. Reichen Julia zum Shoppen auf so großer Fläche 15 Minuten? Oder nimmt sie lieber 5 Minuten dazu? Die gibt's nämlich nur, wenn sie sich gegen das It-Piece in der Blackbox entscheidet. Aber die Verlockung eines extra Geschenks ist ziemlich groß. Na klar, Julia wählt die Überraschung. Mal sehen, ob sie ihr auch gefällt. Sollen wir mal gucken? Du machst auch. Ja. Reitstiefeletten. Oh ja. Okay. Okay, die nimmst du mit und wir rennen los. Hallo Julia, ich habe große Erwartungen. Pretty Woman, wirst du zu unserer Pretty Woman? Die hat nämlich dieses Jahr 30-Jähriges, die Julia Roberts. Also streng dich an, Schätzelein. Nee. Wie hoch ist dein Puls, Julia? So bei 150, würde ich sagen, gerade. Mama, schneller, zack, zack. Sind ja zum Spaß. Denn Julia muss erst die goldene Schleife mit dem Motto finden. Wir haben sie, Mama. Wie süß, ich dachte auch Mama. Die Mama. Jeanstar, kreiere deinen Denim-Look. Okay. Okay, so, los geht's. Jeanshose suchen. Ja. So. Und, wie gefällt dir das Motto? Ja, sehr gut. Also da kriegen wir was zu hin. Das machen wir jetzt mal eben schnell. Ist eine Jeans? Ja. Perfekt. Das ist eine Jeans, ne? 38? Ja. Brauchen wir Langhose? 76? Team Mama und Julia, wenn ihr jetzt alle zu zweit eine Viertelstunde lang die 38er raussucht, dann haben wir nur Hose am Ende, gell? Ich hab dich gerade, dann nehmen wir 72. Nehmen wir 72. So. 84. Einmal die? Ja, okay. Gut. Eine graue Grip Jeans also. Wie teuer ist die? Guck mal, im 109. Oh, wow. Okay, 199. 199, gut. Und ein bisschen Farbe dazu. 48. Da müssen wir aufsetzen. Oh, die Julia ist auch ein bisschen aufgeregt. Find's auch. Die roten Flecken ziehen sich durch die Woche. Das ist nicht die gleiche, die ist höher. Aber die hat nicht so viel Dings. Also. Für alle nachfolgenden TV-Teilnehmer, schreit mal nicht immer die Konfektion so laut in die Kamera. Das ist ein bisschen unsexy. Ich suche mir mal eben Poloshirt. Da sind die Strümpfe. Erstmal Strümpfe. Da. Okay. Auf der anderen Seite, oder? Entschuldigung. So. 35 bis 40. Die sind ja eigentlich auch süß, gell? Wenn Mama und Tochter so eine gute Beziehung haben. So, und bitte dann die Säckchen raus. Die Hose angucken. Bin ja so weit. Gib Gummi. Ja, ich gib Gummi. Hier, ich sehe gerade die Mutter. Die hat ja All-Over-Leoparden-Print hier. Was hatten die heute noch vor? Das sind Poloshirts. Ich habe keine gefunden. Und T-Shirts. Guck mal, Julia, ich rate dir auch eher zu einfarbigen Hosen, weil die Karriere, mit der du jetzt gestartet bist, sah der Arsch, also ich bin schwul, ich darf das sagen, nicht so hot aus wie in der Piqueur-Denim. Gürtel, Gürtel, Gürtel. Ich krieg eine Krise. Wo hast du die noch 10 Minuten tief durchatmen, Mama von Julia. Wo hast du die Gürtel gesehen? Die liegen da drauf, links, Mama. Links. Du warst so nah dran. Ich zeig sie dir gleich. Mutter, Leo, mit Leoprint. Oh, miau. Hier nicht tief einatmen, gib mal hier Stoff, Mutter. Gut, okay, festhalten, Pferdesachen. Können wir jetzt ja auch in dem Outfit eben suchen. Auf Türkis? Ja, wir gehen nach vorne zu. Ihr seid echt im starken Trab unterwegs. Kleinen Decken. Und das ohne Socken. Jetzt lassen wir mal. Welche Größe hat denn der kleine Dusty? 115. Das sieht X. Gut aus. Das sieht gut aus. L? Nee, zu groß. Klein. Wohl eher XS, oder? Da. XL. Und was war da drunter? Das war... Da. Pony. Pony. Ja. Passt von der Farbe? Ja. So, Halfter? 89, also 90 hier. 390 und 40, 420, 470 und die Socken. Die hatte ich schon. Nein, 487. So, dann brauchen wir noch eine Schabracke. Ob die Rechnung am Ende aufgeht? Okay. Oha,
Julia. Was kostet die? Ich lieb's ja auch bunt, aber das Vollchaos muss am Ende auch Harmonie geben, ne? 57 ungefähr. Ja. Und jetzt brauchst du noch Bandagen in der Farbe. In welcher von den vielen auf der Schabracke? In grün. Endspurt. Los, noch 5 Minuten. Meinst du nicht? Türkis? Nee, aber grün passt besser. Dann hat man so einen schönen. Machst du jetzt hier die Wanderreitjack oder wie? Und die Dash an die Seite mit dem Klettverschluss und dann kommt noch Busy Sandwich. Nein. Nee. Für den kleinen Dusty und für mich gefunden. Ja. Oh, die sind einmal gesichert. Wolltest du nicht lieber die in Türkis nehmen, weil das dann bei deinen Socken passt? Oder findest du den grünen schöner? Nein, ist schöner mit dem. Okay. Ding, gut. Weil, wenn du die mal aufmachst, da ist der Streifen nicht drin. Auch gesichert. Okay. Was ist denn die größte Herausforderung? Also die größte Herausforderung ist erstmal die Zeit und auch das auf den kleinen Pony abzustimmen, weil er ja so eine kleine Größe hat. Da muss man schon gucken, was man für eine Farbe nimmt, damit das passt zusammen. Ja. Also ich finde die Farbe perfekt. Steht ihr gut? Hose ist toll. Ja. Frau Leoprint, dass Sie die Tochter toll finden, ist ja klar. Guck mal, die hat sogar Leoprint in der Brille. Ja, passt. So, also die Stiefelette gefällt mir schon mal am besten. Mist, die hat sie nicht selbst ausgesucht. Der Min. Schick. Ja. Besonders schön. Okay. Ja, passt auch zu den Sachen, ne? T-Shirt noch eben suchen. Ich hab noch. Wir haben gar keine Zeit mehr. Noch 20 Sekunden. Ja, Mama, dann wir haben doch gar kein Geld mehr, Mama. Ich nicht? Gar nichts? Nein, gar nichts. Ist okay, ich mach die Jacke zu. Gut. Hey, ihr habt es geschafft. Okay, gut. Ja, sehr gut. Perfekt. Super. Ja. Ihr dürft euch abklatschen. Das ist gut gemacht, Mama. Vom Alltagsoutfit rein in die Reitklamotten. Die Piqueur Premium Denim sitzt wie angegossen. Dazu das schicke Geschenk, die braune Stiefelette. Ein Farbtupfer sind die blauen Socken. Die Sommerfließjacke rundet den Fashion-Look ab. Insgesamt 368 Euro kostet Julias Outfit. Und wie viel Spaß hat es dir bei Löstau gemacht? Oh, das hat richtig viel Spaß gemacht, aber war auch irgendwie ein bisschen anstrengend. Die Zeit im Nacken, das war wirklich schon ein bisschen. Ja, aber ich bin überglücklich mit meinen Sachen, mit meinen tollen Sachen von Piqueur und Eskadron und auch mit meinen Stiefeletten von Löstau und bin einfach nur glücklich. Dusty strahlt in Regenbogenfarben von Eskadron. Mit knapp 90 Euro ist die Jersey-Decke am teuersten. Das Youngster, Halfter und der Strick sind bunt. Liebe zum Detail. Die Schabracke kostet knapp 70 Euro. Julia hat am Ende noch gute 2 Euro übrig. Hat Julia den perfekten Denim-Look für sich und ihren Dusty gefunden? Spaß haben die beiden auf jeden Fall an ihren neuen Klamotten. Ob Sarah diesen Jeans-Look noch toppen kann? Fashionstar, Leoprint, Julia, Regenbogen, was sollen da noch kommen? Richtig verrückte Hühner mit einem Ententanz, mit allem drum und dran. Freut euch auf die nächste Sendung. Und weiter geht's bei Fashion Star 2020. Gemeinsam mit Piqueur Eskadron suchen wir den Fashion Star. 4 Reiterinnen shoppen um die Wette. Wer wird unsere Siegerin werden? Hella, Julia, Sarah oder Selina? Unser Juror Jens Hilberts hat die Qual der Wahl. Welcome to Fashion Star. Hallo, ich bin der Jens und ich freue mich riesig auf die nächste Sendung von Fashion Star. Und man glaubt es kaum, Sarah Jessica Parker, Sex and the City, heute knallt es richtig sexy. Und heute, wer hätte gedacht, dass ein Ärschchen so richtig hot, heißer, hottest, mit dem Arschbesatz aussehen kann? Das geht nur im Flagship-Store von Löstau mit Piqueur Eskadron. Lasst euch überraschen, es wird sehr lustig. Fashion Star. Es war Liebe auf den ersten Blick,
als Sarah Shin-Shin nach dem ersten Ritt den Hals kraulte. Die 35-Jährige hat sich auf dem Rücken eines Pferdes noch nie so zu Hause gefühlt. Dabei wird Shinny auch gerne mal zum Turngerät, denn nach ihrem Bandscheibenvorfall vor 2 Jahren baut Sarah überall ein paar Übungen ein. Sport spielt für die gelernte Immobilienfachwirtin aus Kerpen eine große Rolle. Dabei darf das Adrenalin nicht fehlen. Wie viel Gas Sarah beim Shoppen geben wird, zeigt sie uns jetzt. Mit dabei hat sie ihre beste Freundin Miri. Sie nennen sich liebevoll Springhühner. Hallo, ich bin die Miri, ich bin die Shoppingbegleitung von der Sarah. Und ich freue mich auf den Tag heute, weil mit uns gibt's immer was zu gackern. Die 2 Springhühner können sich bei Löstau in Lehrte so richtig austoben. Einzig und allein müssen sie die Zeit und das Budget einhalten. 1, 2, 3, 4, 5, 600 Euro sind es auch für Sarah. Ein schickes Outfit für sie und Shin-Shin ist da sicher drin. Jetzt geht's an die Blackbox. Nimmt Sarah das Geschenk oder lieber die 5 Minuten mehr Zeit, um statt 15 ganze 20 Minuten bei Löstau in Lehrte zu shoppen? Bei der großen Auswahl ein schickes Outfit für Reiter und Pferd zusammenzustellen, ist gar nicht so leicht. Mal sehen, wofür Sarah sich entscheiden wird. Wir kennen das Motto noch nicht, ne? Das müssen wir jetzt. Das können wir mal, wie schnell wir das finden. Ja, ich glaube, das finden wir schon schnell. 5 Minuten ist viel Zeit. Aber ein Teil mehr? Ist auch gut. Nee, ist ein Teil für dich. Kiste? No risk, no fun? Ja, wir nehmen die Kiste. The Black Park. Darf ich da schon reingucken? Ich hätte die Kiste schon längst aufgerissen und hätte... Was ist denn heute für ein Geschenk drin? Oh, sehr spektakulär. Wir haben zum 3. Mal diese Woche die Löstau-Stiefelette. Leider hast du keine Größe 38. Es tut mir sehr leid. Alles klar. Dank. Nehmen wir die mit? Ich finde die echt geil und muss echt sagen, sie sieht echt High Fashion aus, auch gerade in Cognac. Muss man sagen, da kann Louboutin und Dior können gleich mal nach Hause gehen. 15 Minuten laufen und die Mädels auch. Teilen wir uns auf, ja, ne? Ja, natürlich. Sag mal, Sarah, haben wir jetzt diese Woche nur Hollywood-Stars oder was? Meine Lieblingsserie ist übrigens Sex and the City, Sarah Jessica Parker. Also ich will High-End Fashion. Ich laufe Tourette-mäßig. Ich hab sie, ich hab sie. Juhu! Jeans-Star, kreiere einen Denim-Look. Oh, das ist gut. Was? Kreiere einen Denim-Look. Denim-Look. Okay. Womit fangen wir an? Hose? Ja, Jeans-Look ist gut. Hier ist Jeans. Haben wir noch mehr Jeans? Ja, es gibt auf jeden Fall noch. Hier gibt es auch noch richtig blaue Jeans. Die ist auch schön. Das ist vielleicht dann noch besser. 42. Ja, die ist gut. Okay, so, was darauf ist halt die Frage, ob wir jetzt blau nehmen. Gürtel? Ne? Oder blau ist schon gut, oder? Ja, das ist. Graue ist ja auch ziemlich cool, ne? Das wäre was anderes. Was ist das denn hier? Guck mal. Das ist auch. Das ist doch. Das ist okay, Quark. Wir haben erst 2 Produkte. Ja, die graue ist schon sehr schick. Die mit Straße. Oh, diesmal sehr oder gut. Oder die Leggings. Die ist 40. Die ist 40. Dann nehmen wir die. Okay. Muss ich aufräumen? Ich hab hier so einen Gürtel drauf. Gürtel passt auch, oder? Ja, machen wir zum Schluss. Ich nehme als Alternative noch die hier. Die sehen nämlich sehr nach der Collection von Kardashian aus. Die haben ja auch so Good American Denim Style. Also Piqueur. Siehst du, brauchen wir gar nicht in Amerika bestellen. Gehen wir einfach zu Löstau und haben wir auch Kardashians. Was passt an das? Pullover ist kacke, ich muss mich ja mal ausziehen. Okay. Mit Farbe. Auf jeden Fall mit Farbe. Dann hier was Knalliges, was ganz Knalliges. Aber es passt vielleicht nicht gut zu dem Thema. Wieso? Blau oder Jeans Rot? Look? Das ist hier die Frage. Das auf die graue Jeans. Ja, aber guck mal hier, wenn du das. Ja, dann nimm. Das passt sehr gut, finde ich. Okay. Assistent, sie hört mir. Holz vor der Hütte wird schön mit Vlies zugedeckt. Das ist ein bisschen cooler. Weste sehr ordentlich. Dazu? Und noch eine Daunenweste drüber. Alla, ja, weiter geht's. Drüber. Was ist denn gerade das Schwierigste, Miri? Das Thema richtig umzusetzen, würde ich sagen. Hier sind so viele schöne Sachen. Die ihre Sarah im Zaum halten. Ja, die sind hier. Gerade ein bisschen Reizüberflutung. Was ist denn mit der? Die silberne. Ja. Hast du auf grau mit der grauen Hose? Das müsste passen. Der ja, weil alles andere, wenn ich hier gucke, passt nicht. Nee. Oh, jetzt wird die Stirn gerunzelt. Jetzt wird's streng.
Ja, würde ich sagen, oder? Nehme ich Bandagen oder nehme ich Gamaschen? Grundsätzlich lieber Bandagen nehmen, weil die muss man nicht sauber machen. Die kann man in die Waschmaschine stecken, weil Gamaschen, die sind ja dann, lässt man ja doch ein paar Tage und so, ne? Und dann sind sie krümelig und so. Ist mir mehr lieber. Sag mal, Miri, wie kriegt man Sarah eigentlich mal zum Schweigen? Sarah ist schwierig zum Schweigen zu bringen, aber wenn sie ganz müde ist vielleicht. Aber kommt nicht so oft vor. Es gibt keine Jeans-Schabracke, ne? Das wäre sehr praktisch gewesen. Help, I need somebody, help. Keiner möchte mich hören. Auch wenn's hilft? Können wir das mal gerade übereinander schmeißen? Na klar. Also ich finde das für Mensch ziemlich cool. Ich finde diese Schabracke einfach, es tut mir leid, Porno. Porno? Ich hab's doch gewusst. Glitzer und Holz vor der Hütte. Und die Mutter sagt Porno. Passend. Mit was Schwarzem oder so, das sieht ja auch dann schick aus. Weißt du, was ich meine? Das passt nicht so ganz 100%. Ja, aber die Schabracke ist echt Porno. Wenn ich jetzt im Stall mit dem Ding ankäme, na gut, nee, bei mir wird sich keiner mehr wundern. Ein bisschen mehr Ton in Ton. Okay, also hier ist auch jetzt nichts, was passt. Miri! Brauchen wir eine Decke? Oh, die sind super, die sind super. Sind die besser? Ja, die finde ich viel besser. Weil, was kosten die denn? Die kosten ein bisschen mehr, glaube ich. 35. Ja, okay. Oh, ja gut, 5 Euro. Ja, egal. Ne? Socken brauchen wir vielleicht. Ich rechne erstmal zusammen und dann gucken wir. Genau, rechne mal und dann schauen wir. Ansonsten mal statt wie die Italiener und geh ohne. So machen das Italiener? So. Oh. Ja, ich kann mich bewegen. Also ganz im Ernst, Pikör, ihr habt was richtig gemacht, weil die Girls haben alle einen heißeren Arsch in der Reithose als in ihrer eigentlichen Alltagshose. Und Reithosen tragen normalerweise richtig ätzend auf. Also Hose auch Porno. Ich sehe keine Farbe drauf. Halten wir sie mal dran. Socken können wir uns nicht leisten. Guck dir mal das Ärschchen an hier. Knackig. Konzentrieren wir uns vielleicht auch noch mal aufs Pferd? Ja, definitiv, auf jeden Fall. Du brauchst meinen Körper zur Berechnung? Noch 2 Minuten. Geht eure Rechnung auf? 140. Die? Aber die passen nicht. Das also wenn sie sind, passen sie nicht. Aber das ist auch nicht da. Das sind Löstau. Nee, ja, aber nee. Findest du nicht? Hey, sei mal nicht so streng zu deiner Freundin. Die hat immerhin den Calculator-Einstecke mit dem Handy, gell? Und rechnet hier wie die Wilde. Ja, genau passend. Aber dann haben wir nur für vorne. Tu das Oberteil weg. Dann nehmen wir beide Gamaschen. Moment. Wie viel teuer ist das Oberteil? 60. Das Oberteil kostet 60 Euro? Okay, gut. Dann können wir beide Gamaschen und Socken nehmen. Klingt gut. Rechnet das noch jemand nach? Na klaro. So, okay. Die Zeit ist um. Zeit für ein kleines Tänzchen. Mir ist ein bisschen warm. Komisch. Ja, gut. Ich würde sagen, das ist schon... Ja, der Junge sieht eh immer gut aus. Es muss funkeln, ein bisschen ich muss ich wollte gerade sagen, ein bisschen muss es ja auch ins Auge fallen. Das passt schon geil dazu, guck mal. Gut. Mützchen ist immer cool. Das klingt sehr zufrieden. Auch wenn ich daran vorbeigelaufen bin, dreimal. Das sah auf dem Ständer aber tatsächlich anders aus. Dann haben wir auch noch was von Löstau dabei, das finde ich auch gut. Jetzt sind wir gespannt auf deinen Gesamtlook, Sarah. Und hier ist sie in ihrem neuen Pikör Eskadron Löstau Outfit. Die Premium Leggings ist funktional und passt sich der Bewegung an, kostet knapp 160 Euro. Die Cheval Deluxe Stiefeletten haben einen Wert von 129 Euro. Dazu eine Steppweste und die Sommerfließjacke von Pikör. Gesamtkosten für Sarahs Klamotten knapp 410 Euro. Sarah, wie war's für dich? Hat mega Spaß gemacht, war sehr, sehr spannend und auch irgendwie so ein bisschen skurril, weil man so ein bisschen irre durch die Gegend läuft. Und wie zufrieden bist du mit deinem Look? Grundsätzlich gut. Ich finde die Socken richtig, richtig cool. Wenn man jetzt so ganz genau drauf guckt, passen sie natürlich nicht so perfekt zum Oberteil. Sind ja Stiefel drüber beim Reiten. Kommen wir mal zur Notenvergabe. Was würdest du dir in der A-Note für dein Outfit geben und in der B-Note für deine verrückte Shoppingtour? Also für das verrückte Shoppen, ich glaube, weil wir sehr organisiert waren. Ich stapel nicht so gerne hoch. Aber ich muss, ne? Also ich glaube, für das Shoppen selber eine 9. Und bei den Klamotten 8,5 bis 9. Also wenn ich so die Sachen vorher von den letzten Jahren gucke, ich glaube, dann geht das schon ganz gut. Knallfarbe für Sarah und Glitzer für Shin Shim. Die Cheval Deluxe Gamaschen passen zur silbernen Schabracke von Eskadron.
Für knapp 70 Euro gibt's die bei Löstau. Die Ohren funkeln im selben Ton. Der Strass auf der Schabracke rundet den Look ab. Gesamtwert des Outfits 573,70 Euro. Wird Sarah zur Fashion-Star-Siegerin? Das weiß nur Jens Hilberts, unser Juror. Von Sarah und Sex and the City gehen wir gleich weiter bei Sex and the City, aber in der nächsten Folge kommt Charlotte York. Perlsteckerchen, Schicki, zwei heiße schicksten Göttinnen. Sally und Ellie habe ich sie genannt. Sie waren so cool und lustig und Bambi-Augen und Zuckerguss obendrauf. Es wird so lustig. Es hat riesig Spaß gemacht bei Fashion Star. Reiten und dabei noch gut aussehen. Wie das geht, seht ihr bei Fashion Star. Gemeinsam mit Piqueur Eskadron sind wir auf der Suche nach den Fashion Stars 2020. Vier Reiterinnen sind bei Löstau auf der Suche nach dem perfekten Denim-Look. Hella, Julia, Sarah und Selina. Unser Juror Jens Hilbert hat alles im Blick. Welcome to Fashion Star. Hallo, ich bin der Jens, der Host of the Show. Heute im Flagship Store von Löstau gehen wir in die Chanel-Ecke des Reitsports. Piqueur Eskadron und zwei mega süße Bambi-Augen mit Zuckerguss, schicksten Göttinnen mit Perlsteckern, alles wie man sich's vorstellt, machen heute mit. Vollgas, Fashion Star, Denim Style. Es wird spannend, lustig und mega Fashion bei Fashion Star. Sie macht den Abschluss in dieser Staffel. No risk, no fun. Für Selina und ihre Maureen gibt es kein Das geht nicht. Sie probieren einfach alles aus. Mit 26 Jahren ist Maureen noch topfit und eine absolute Lebensversicherung. Als Ausgleich zu ihrem stressigen Job als OP-Assistentin gibt die 21-jährige Selina auf ihrem Pony gerne mal Vollgas. So kann sie am besten abschalten. Ein wenig ungestüm, aber trotzdem ehrgeizig. Das zeichnet das Team Chaos aus dem Taunus aus. Einige Turnierschleifen haben die beiden bereits gesammelt. Nur eine goldene in der L-Dressur fehlt ihnen noch. Mal sehen, ob ihre Shoppingbegleitung Elena Selinas Chaos im Griff hat. Hi, ich bin Elena und heute Selinas Shoppingbegleitung und und ein fester Bestandteil von Maureen. Im größten Löstau-Store in Europa dürfen die zwei gleich auf die Shoppingfläche. Vorher gibt's noch 600 Euro. Die darf Selina gleich für sich und ihre Maureen ausgeben. Doch was ist mit der Blackbox? Da ist noch eine Überraschung drin. Nimmt Selina das Geschenk, dann hat sie nur 15 Minuten Zeit zum Shoppen. Ohne die Blackbox gewinnt sie 5 Minuten dazu und somit ganze 20 Minuten, um das passende Outfit zu finden. Lieber mehr Zeit oder lieber ein Überraschungsteil? Die Spannung steigt. Welcome to the show! Selina und Elena. Kann ich das abkürzen? Sally und Ellie oder so? Hey, Sally und Ellie. Muss ich jetzt direkt entscheiden? Oh, ja. Dürfen wir uns im Team entscheiden? Okay. Ja. 20 Minuten. Ja, sicher? Mhm. Ja, okay. Warum? Weil ein Piece findest du schneller in 5 Minuten. Als ja, bestimmt. Okay, ja. Ja, wir nehmen 20 Minuten. 20 Minuten und... Nein! Habt ihr die letzte Show nicht geguckt? Das waren doch immer geile Geschenke. Das könnt ihr niemals in eurem Budget reinnehmen. Okay. Schade. Aber ja, okay. Schade. 3, 2, 1, los. Jetzt rennt aber echt die 5 Minuten, aber die kannst du eh aufholen. Stiefeletten, letztes Mal waren so tolle Sachen drin. Sally und Ellie. Na, gucken wir mal, ob das noch ein Dream Team werden kann. Das ist ja jetzt sozusagen jetzt schon alles kaputt. Kann ich die cognacfarbenen Stiefeletten jetzt bekommen? Die sind ja übrig, ne? Naja, die würden dir auch stehen. Aber erstmal brauchen Selina und Elena die goldene Schleife. Ich auch nicht. Warst du hier in der Mitte? Warst du hier in der Mitte? Nee. Oh, toll, ich reite jetzt ab sofort mit cognacfarbenen Stiefeletten von Löstau, die Selina, oh, Sally und Ellie verschmäht haben. Was ist eure Strategie, Elena? Auf jeden Fall erstmal ganz schnell die Schleife finden.
Und dann besprechen wir taktisch klug, wie es weitergeht. So, also ihr könnt jetzt immer, was ihr wollt. Das hat es schon gelohnt für mich. Ja, ich drehe durch. Wieso wusste ich, dass wir das nicht können? Ich war früher so gut in Ostersuche. Es muss jetzt irgendwo hier sein. Ohne Motto kein Outfit. Also los, Mädels. Ja, aber guck noch mal durch. Oh Gott. Die 5 Minuten verbrauchen wir erstmal, bis wir die Goldschleife vorne haben. Also super. Ich schwöre, wir verbringen jetzt. Wir verbringen jetzt 20 Minuten mit Schleife suchen. Hier bin ich, Elena. Hier drüben. Wo würde ich mich verstecken, wenn ich eine Schleife wäre? Brauchst du doch gar nicht. Ich bin hier oben. Kann ich den Schuhkarton jetzt aufmachen? Okay. Wo steht das denn drauf? Bin ich dumm? Muss ich es abreißen? Was ist das? Wo steht es drauf? Fashion Star? Aber die sind schon sehr süß. Sally? Jeans Star, kreiere einen Denim-Look. Okay. Jeans halt. Ah, nee, das machen aber alle. Gibt's auch Denim? Ich würde trotzdem auf die, ich würd auf die Jeanshose setzen und dann dunkelblau oben. 158. Ah, perfekt. Das ist super. Jacke und Weste, oder was haben wir gesagt? Ja, Weste. Okay. Apropos Pony, eine blaue Piqueur-Jeans in 158 hat Selina schon mal. 5 Minuten sind schon um. Oh mein Gott, okay, wir haben 15 Minuten, okay. Durchatmen. Was denn? Okay, hier kann. Aber hier ist auch noch mal so eine Reitlegging, so eine schwarze, das finde ich auch cool. Guck mal hier mit dem Glitzer. Ja, aber bist du sicher zu blau? Okay, Selina, können wir dabei besprechen, wollen wir eine blaue Schabracke nehmen, ja, oder? Ja. Und blaue Bandagen. Ja, wir können schon mal hier blaue Socken mitnehmen. Ja. Zeig mal, welche sind das? Grüße. Die Socken sind jetzt ein bisschen egoistisch, muss ich sagen, weil die sehen wir später eh nicht, oder? Was ist, wenn du einfach so ein Basic-T-Shirt runterziehst und wir rechnen zusammen mit der Jacke? Einfach die Jacke, die Hose und das T-Shirt. Ja, weißt du? Ich finde die sau schön, auch mit dem Blitzer. Sau schön! Welche Hose, grau oder blau? Welche in grau eigentlich cool? Die machen sogar noch die Marketingabteilung, die machen Slogans. Aber den Rest blau, oder? Ich finde die sau schön, die Jacke. In blau. Guck mal hier. Auch mit Glitzer. Das ist nochmal Denim, aber es gibt irgendwas. Das Coole ist, an der Größe, wahrscheinlich hatte sich das eine oder andere Mal vielleicht schon in ihrem Leben geärgert, aber wenn du ein geiles, tolles Pony hast und irgendwann die Beine unten rausgucken und jeder lacht sich tot und du brauchst ein Großpferd, das Problem hat sie ja schon mal nicht. Die kann ihn ja reiten, bis er 27 ist. Aber das sind Fliegenwecken, Selina, glaube ich. Ah, nee, okay, dann nicht. Oh. Ihr seid doch so junge Mädels, warum nehmt ihr jetzt alles in dunkelblau? Ist doch boring. Aha, und glitzern muss es. Wir haben noch die Hälfte. Hier ist nur S. Ja, S passt doch. Ist S das kleinste oder dünner? Ja, S ist das kleinste. Wir brauchen ein T-Shirt. Wir haben jetzt immer nur noch. Ich habe das Polo genommen, Safety First halber. Ja. Gibt es Pony Fliegenhauben? Klar. Sag mal, wie lange reizt du Pony? Ja, Bandagen habe ich. Wollen wir noch einen Halfter nehmen? Oh Gott. Oh ja. Halfter weiß, müssen wir mal rechnen. Ja, ich rechne aus. Ich würde sagen P2. Ich probiere mal die graue. Noch 5 Minuten und wie viel Geld ist übrig? Okay. Ja, Fliegenhaube ist. Also die graue Jeanshose ist ein bisschen zu groß. Wir müssen doch die blaue nehmen. Tina und Bibi. Sally und Ali. Okay, also guck mal da. Ene, mene, mai, hol her die Jeans-Piqueur-Reithose. Hex, Hex oder so geht das doch, oder? Ich hab 500. Oh. Nee, 600. Plus, was? Gott sei Dank hast du mich, Mathe-Genie, plus, dabei. Ja. 29 Euro. Ja, wir haben 71, 29. Wie viel kostet das? 29, 99. Nee, 29. Glatt? Ja. Ja, das passt. Was? Ich habe auch aufgerundet. Ja, sehr gut. Dann haben wir alles. Check das lieber noch mal. Was ist hier gerade das Schwierigste, Elena? Eindeutig, das Budget einzuhalten. Ach komm, wie? Die machen hier High Five? Die hat nicht eine Sache anprobiert. Ich kann gerne sagen, was ist das? Wir sind ein sehr strukturiertes Team, aber hauen dann immer wieder Chaos rein, aber retten uns jedes Mal wieder. Ich finde es interessant, dass die immer eigentlich am unterhaltsamsten sind, wenn es vorbei ist. So schön aus. Okay, ja, ich bin okay, sehr happy. Ich bin sehr happy. Sehr gut, super. Was jetzt? Jetzt zeigst du uns erstmal dein neues Outfit. Wow, was für eine Verwandlung. Die neue Piqueur Grip Jeans sitzt wie angegossen, war auch mit knapp 140 Euro am teuersten. An den Füßen glänzt die schwarze Löstau-Stiefelette. Knapp 370 Euro hat Selinas Outfit gekostet. War es so, wie du es erwartet hast, Selina? Wir haben echt nicht gedacht, dass es so wild wird.
Ja, wir waren ja auch ganz wild unterwegs, haben hier ein paar Schabracken runtergeschmissen und so. An der Stelle auch echt sorry für denjenigen, der es aufräumt. Aber wir sind hier echt so durchgestürmt. Also dass wir ein bisschen dass wir chaotisch sind, wissen wir. Aber dass wir so chaotisch sind, wussten wir dann doch nicht. Aber es hat Spaß gemacht, aber man ist echt wie in so einem Rausch hier drin. Ja, aber es hat echt Spaß gemacht. Für Maureen gibt es eine dunkelblaue Eskadron-Decke für knapp 90 Euro. Ton in Ton präsentieren sie ihren Denim-Look. Für beide gab es was Blaues um die Beine. Die Eskadron-Schabracke und das Ohrenmützchen strahlen mit Selina um die Wette. Wird die Letzte die Erste sein? Wird Selina mit diesem Jeans-Look Fashionstar? Das entscheidet Jens Hilbert. Fashionstar, boah, war das eine krasse Woche. Hella von Sinn, Sex and the City, dann haben wir Bambi, Augen und Zuckerguss und Vorwärts und Rückwärts und alles war dabei. Jetzt fürs große Finale ziehe ich mich zurück und überlege mir, wer entertaining war, wer Modeling war, wer super das Motto erfüllt hat und wer einfach den besten Gesamteindruck hinterlassen hat. Es wird spannend, wer wird Fashionstar? Das seht ihr in der nächsten Sendung. Jeanstar, kreiere einen Denim-Look, lautet diese Woche das Motto bei Fashionstar von Piqueur Eskadron und Löstau. Wer ist unsere Queen in Jeans? Hella, Julia, Sarah oder Selina? Jens Hilberts entscheidet. Welcome to Fashionstar, das große Finale von Staffel 3. Vielen, vielen Dank an euch alle für die tollen Zuschriften, für die Mailings, für die ganzen Interaktionen im Netz. Das macht uns einen riesen Spaß und gibt uns Motivation für die nächste Staffel. Tausend Dank. Und leider, naja, leider, wir wissen ja, was kommt, das Finale, dazu gehören auch Noten. Neue Kriterienpunkte haben wir. Mut. Entertaining, das gesamte Motto. Wie haben die Mädels das Motto eingehalten? Und dann Matching, Pferd, Reiterin, das Gesamteindruck auf dem Red Carpet, auf dem Runway, wenn sie nochmal auftreten in ihrem super Outfit. All das habe ich bewertet. Und wer die große Siegerin ist, Hella, Julia, Sarah oder Selina, das seht ihr jetzt bei Fashionstar. Mit dabei diese Woche Hella, unsere süße Schülerin mit ihrem Barbie-Pferd Gollum. Julia, die ehemalige Verkäuferin, hat in Dusty ihren Partner fürs Leben gefunden. Sie lebt den kunterbunten Ponytraum. Das verrückte Springhuhn Sarah turnt nicht nur gerne auf dem Boden, sondern auch auf Chin Chim. Und Selina, unser ehrgeiziger Sonnenschein. Mit Maureen geht's gerne mal wild zu. Ja, Bandagen. Hast du, wie sehen Bandagen aus? Sind das diese Rollding? Ja, das sind diese Dinger für die Beine. Die man umrollt? Ja. Weiß? Ja. Hier. Nein, nicht in weiß, in blau. Ja, dann hol blau. Ich muss erst mal gucken, was die kosten. 370. Hä? Ja, wir können auch nicht mehr, Hella. Okay, warte. Zieh dich jetzt nicht mehr? Oh, ich wollte noch die hier. Die sehen schön dazu aus, bitte. Oder geht das nicht? Bitte? Nein. Soll ich aus meinem Geld bezahlen? Ich habe kein Oberteil. Das war's. Alter, ich kann nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr. Geschafft. Es hat mega viel Spaß gemacht, aber man war irgendwie richtig im Stress, weil es echt eine mega kurze Zeit ist. Die Hose angucken. Ich bin ja so weit. Gib Gummi. Ja, ich gib Gummi. Hier, ich sehe gerade die Mutter, die hat ja All-Over-Leopardenprint hier. Was hatten die heute noch vor? Das sind Poloshirts, ich habe keine gefunden. Und T-Shirts. Die auch müssen nicht. Die vorhängen, Mama. Ja, tun sie aber nicht. Gürtel, Gürtel, Gürtel. Boah, ich kriege eine Krise. Oh, das hat richtig viel Spaß gemacht, aber war auch irgendwie ein bisschen anstrengend, die Zeit im Nacken. Das war wirklich schon ein bisschen, ja, aber ich bin überglücklich mit meinen Sachen, mit meinen tollen Sachen von Piqueur und Eskadron und auch mit meinen Stiefeletten von Löstau und bin einfach nur glücklich.
Socken können wir uns nicht leisten. Guck dir mal das Ärsche an hier. Knackig. Das sieht schon cool aus, oder? Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Brauchst du meinen Körper zur Berechnung? Keine Ahnung. Der war gut. Wir sind unorganisiert. Mega Spaß gemacht. War sehr, sehr spannend und auch irgendwie so ein bisschen skurril, weil man so ein bisschen irre durch die Gegend läuft. Einfach die Jacke, die Hose und das T-Shirt. Ja, weißt du? Ich finde die sau schön, auch mit dem Blitzer. Sau schön! Welche Hose, grau oder blau? Welche in grau eigentlich cool? Die machen sogar noch die Marketingabteilung, die machen Slogans. Aber den hier. Rest blau, oder? Ich finde die sau schön, die Jacke. Wir sind schon bei 481. Ja, wir haben 600 Euro. Ich hatte 500. Oh. Nee, 600. Was? Gott sei Dank hast du mich, Mathe-Genie, dabei. Los! Wir sind hier echt so durchgestürmt. Also, dass wir ein bisschen, dass wir chaotisch sind, wissen wir ja. Aber dass wir so chaotisch sind, wussten wir dann doch nicht. Aber es hat Spaß gemacht, aber man ist echt wie in so einem Rausch hier drin. Was mir an unserem Sonnenschein, die erste in dieser Woche, super gut gefällt, die Hella, hat eine super positive Ausstrahlung, ist motiviert, ist strahlend, mit ihrem besten Freund losgetigert. Die waren auch richtig aufgeregt, das hat man so ein bisschen gesehen und das hat aber auch unheimlich viel Sympathie gemacht. Und wenn ich bedenke, dass sie nicht nur an sich gedacht hat, sondern bei den Kriterienpunkten Mut, ganz ehrlich, mein Lila ist ja jetzt zu Arctic Blue geworden, wie wir alle wissen. Aber ist trotzdem super schön. Sie hat an ihren Palomino gedacht. Was ein wunderschönes Pferdchen und wie die beide zusammen matchen. Also die drei Kriterienpunkte. Mut, so eine Farbe zu wählen, aber passend zum Match, zum Pferd, als das Gesamteindruck passt. Reiterin, Pferd, tolle Klamotten. Und dann auch das Motto mit der superschönen Jeansreithose. Gibt die Gesamtnote 9,0. Herzlichen Glückwunsch, Hella. Unsere Julia, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich schwer beeindruckt, denn sie hat ganz viel Mut bewiesen und da ist sie eindeutig in dieser Woche mit 10,0 und besser sozusagen bei Mut, bei der ersten Kategorie, eindeutig die Siegerin. Ich muss sagen, über mich sagen ja auch viele Menschen Paradiesvogel und manchmal auch verrückter Professor oder was nicht alles ich schon gehört habe. Und ein Stück macht das ja auch die ganze Welt aus. Und so ein bisschen über den Regenbogen gehen und mein kleines Pony und die grünen Bandagen und die ganzen Regenbogenfarben. Irgendwie bedanke ich mich bei dir, Julia, dass du so viel, ja, Elan und Farbe in diese Sendung reingebracht hast und das hat uns einfach richtig gut gefallen. Mut 10 Punkte. Motto gibt es ein bisschen Abzug. Es hätte insgesamt ein bisschen harmonischer sein können und da sind wir auch beim Match von Pferd und Reiter. Ihr seid sozusagen die Chaos-Theorie von Staffel 3 und seid da die Sieger der Herzen mit der Gesamtnote diese Woche. Von einer 8,1. Herzlichen Glückwunsch. Unsere Sarah, die dritte im Bunde diese Woche. Ja, was soll ich sagen? Ich hatte mordste Spaß, als du dich präsentiert hast und mit Action dein heißes Sex and the City-Ärchen durch die Piqueur Eskatron Flagship Store Löstau-Ecken hast wallen lassen. Mode und Fashion ist ja immer Geschmackssache. Nicht zuletzt weiß ich das am allerbesten. Und ich möchte dir sagen, du hast sehr viel Mut bewiesen, weil so helle Töne, so weiße Gamaschen, das wählt man ja auch gerade bei einem braunen Pferd nicht mehr immer heutzutage. Dementsprechend richtig mutig gewesen. Motto umgesetzt, Jeans und Gesamtmatch zwischen Pferd und Reiter. Da sage ich, war dir super. Und ich gebe euch eine richtig gute 8,0 und wünsche euch alles, alles Gute mit den tollen Produkten und viel, viel Spaß in der Zukunft. Die Selina war unsere Finalistin diese Woche. Und ich muss sagen, die Selina erinnert mich, das bin ich auch ein heimlicher Instagram-Follower, an die Sammy Rothenberger, Shootingstar des Dressursports. Classy, sehr elegant,
sehr high fashion, alles sehr stimmig, sehr avantgarde, also Selina, der Look mit deinem tollen Pony kann ich mir richtig gut vorstellen, wie du mit ganz viel Ausstrahlung ins Viereck reinreitest. Und deshalb bekommst du auch fürs Match die höchste Punktzahl. Also der Gesamteindruck ist einfach sehr high-end mit i-Tüpfelchen. Das Motto tipptopp eingehalten, die coole Jeans mit Waschung, könnte auch eine Dior-Jeans sein, hier von unserem tollen Sponsor Piqueur. Und beim Mut hat vielleicht ein Fitzelchen gefehlt. Dafür bekommst du die Classic und Elegant Points. Eine Gesamtnote von 8,8. Herzlichen Glückwunsch. Die Wahl fiel Jens nicht leicht. Hier noch einmal alle Wertnoten im Überblick. Puh, das war eine enge Kiste. Die Siegerin von Staffel 3 ist unsere Hella. Herzlichen Glückwunsch! Applaus für Hella! Als Preis bekommt Hella nicht nur die tollen Klamotten von Piqueur, Eskadron und Löstau im Wert von über 600 Euro, sondern auch diese Siegerschleife und einen extra 500 Euro Shopping-Gutschein von Löstau dazu. Herzlichen Glückwunsch, Hella! Ihr Lieben, mir bleibt nur noch eins, Danke sagen für die tolle Staffel 3 und wie bei Germany's Next Topmodel Heidi Klum, die Verträge sind verlängert, folgt auch schon die Staffel 4 ganz bald. Seid gespannt auf tolle Protagonisten, tolle Teilnehmer und Bewerber und wir haben ein mega Motto, die neuen Kollektionen von Piqueur sind schon unterwegs zu den Flagship Stores von Löstau. Es wird sexy, luftig und mega Action. Seid also gespannt. Euer Jensi freut sich auf euch. Bye, Fashion Star.